Zusammen. Heute zeige ich euch ein Video oder einen kleinen Tipp in dem Video, wie ihr bei der PS4 Slim, wenn bei euch mal das Laufwerk oder so kaputt gehen sollte und es spuckt die CD nicht mehr aus oder nimmt sie nicht an, die könnt ihr auch manuell rausdrehen. Und zwar der Unterseite jetzt, wenn ich habe die ja hochgeklappt, bei dem runden Kreis hier, da ist ein Loch, da geht ihr einfach mit dem Kreuzschraubendreher rein. Ich zeige das jetzt mal. Die PlayStation sollte dafür am besten aus sein. So, und dann dreht man den. Entgegengesetzt des Uhrzeigersinns, dann kommt die CD raus, weil ich habe so viele Anfragen von euch gekriegt, wo gefragt wurde, ob das bei der Slim auch möglich ist. Ja, ist möglich. Deswegen, ich drehe jetzt gerade mal eben das Video. Seht ihr? Da kommt die CD raus. Hier. Wenn man da dreht. So. Zack. Dann ist sie fast raus. Und wenn ihr dann entgegengesetzt dreht, also im Uhrzeigersinn guckt, dann fährt sie wieder rein, falls euer Laufwerk die CDs nicht annehmen sollte. Das wäre dann auch eine Möglichkeit. Und dann habt ihr das jetzt auch mal gesehen. So, dann dreht er die rein. So, bis er ein bisschen Widerstand spürt. Aber nicht drüber drehen am besten. So, jetzt habe ich hier Widerstand, das reicht. Und dann könnt ihr wenigstens weiterspielen oder auch die Spiele wechseln, wenn euer Laufwerk, die Mechanik mal kaputt ist. Oder der Motor davon von der Mechanik und der die Spiele nicht mehr auswirft oder nur einliest. Das wollte ich jetzt mal nur eben gezeigt haben, dass ihr das auch gesehen habt, wie das funktioniert, dass das geht. Und ich hoffe, dass da die Frage jetzt mit beantwortet ist. Ich melde mich hiermit ab und sage ciao.